Gut, wir haben aber hier noch ein. Jetzt muss ich ja erstmal raus. So. Kommt das hier hin? Ja. Einen unentdeckten Ort. Und den will ich jetzt auch haben. Ja, ich nehme mal an, das wird der Shinto-Schrein sein. Ich hoffe, ich komme jetzt hier hin. Wow, das war ja easy. Geiler Sprung, Kage. Wow! Da muss ich rüber. Ja, da müsste ich rüberkommen. Ja. 70 Schmetters. Nee. Oh, 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 oh. Aua. Scheiße. So. Mann. Oh. Verbesserung für die Brandpfeile verfügbar. Na gut. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Genau. Sauber. Wo muss ich denn hin? What the fuck? Boah. Das war aber jetzt. Was ist denn da? Der? Sauber. Ja. Super, Inari-Schrein. Sehr gut. Ah. Na, ist er nicht lieb? Es ist so. Es ist so geil. Ja. Na, jetzt macht ihr aber mal vom Acker. Moment, jetzt muss ich gucken. Ja, ach so, den Inari-Schrein. Ja, ja, das war ja da unten. Ja, richtig, genau. Oder sogar hier, aber da will ich jetzt nicht hin. Ich will wirklich. Nein, das. Ja. Dann würde ich doch sagen, lasst uns hier durch. Ja. Oder habe ich da schon wieder einen Schrein? Moment, das könnte natürlich auch ein neuer Schrein sein. Hey, hier habe ich den aber nicht zerlegt, oder? Doch. Wenn ich ehrlich bin. Mal auf die Karte gucken. Das sieht danach aus, als wenn das ein neuer wäre. Ja. Vielleicht ist das doch der, den ich. Da ist Mongolen. Moment, was ist hier? Diese Tore führen zum Blättergipfelschrein. Jetzt will ich eben gucken. Nee, da waren wir noch nicht. Gut, sehr gut. Ja, da werden wir gleich schon noch hingehen. Ja, auf jeden Fall. Gut. Blättergipfelschrein. Das hört sich gar nicht einfach an. Nö. Überhaupt nicht. Ach du Schande. Guckt euch das mal an. Halleluja. Ich sage ja, das wird immer, immer schwieriger. Wow. Ja. Und suchen muss ich vor allen Dingen, ja. Absolut suchen. Junge, 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 Junge. Ach du Scheiße. Komme ich denn da runter? Naja, vielleicht wenn ich da dran und jetzt runter. Ja, sieht so aus. Ja. Auch gut. Oh, oh. Warte. Das könnte. Nein, nein, das geht. Hi, das war's. Meckerisch halben Kleister.
verfluchte Naht. Danke, dass ich den nochmal einsammeln darf. Jetzt haben wir das... Ah, boah, boah. Sahne jetzt gehabt. Ja, absolut. Aber ei. Ja, ei. Ei. Oh, na gut, komm runter. Ja, der ging nicht runter. Und jetzt, wo ich gesprungen bin, wäre fast zu spät gewesen. Ja. Alter Schwede, ey, hör mal, was ist los hier? Gut. Sehr gut. Aber jetzt gucke ich mich mal genauer und wenn die Dinger, ihr seht ja selber, also nochmal machen möchte ich den Weg nicht unbedingt. Nee. Und hier unten? Nein. Gut, Momento. Naja, hier runterfallen wird mich ins... Ja doch, die Brandung wird mich killen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sauber. Es wird immer, immer, immer schwieriger. Wow. Alter. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, es ist, wie es ist. Moment, lass mich noch mal gucken. Jetzt käme ich da eh nicht mehr zurück. Nee. Dann lang. Wow. Alter, weil du hier echt... Boah, das ist aber trotzdem ein absolut mega geiles Spiel. Ja, es ist ja schön, dass es mal nicht... Weißt du, wenn er immer wieder da... nur kurz hoch und dann ist gut, aber... Nee. Schön, dass du die Wege wirklich suchen musst und friedeln musst. Dass du auch mal krepierst. Ja, passiert schon mal. So, Moment. Nein, wir werden jetzt... Ja, ich werde jetzt nur mal hier gucken, das ist alles. Vielleicht ist ja hier oben der Ligusterstrauch. Nee, hier ist nichts. Da oben. Ist, glaube ich, noch eine Blume. Moment. Von da kamen wir, ne? Ja, ich glaube, ja. Ich weiß es nicht. Ja, doch, alles klar. Ja. Na gut, du bist da. Was ist das? Nix. Die Geräusche dabei, das ist echt schon feist. Feist geil, ja. Na, jawohl. Wow. Das ist echt nett. Das ist echt nett. Vor allen Dingen, ich bin mir dann immer so unsicher, ich denke, hast du den jetzt übersehen und. Dann will ich immer zurück und nee. Das ist dann nicht so prickelnd. Herzzerreißend. Aber wie gesagt, mega geil. Lass uns mal kurz... Ah, da können wir... Ja. Boah, guckt euch das an. Ist das nicht hammermäßig? Jetzt mal ehrlich. Mal für ein paar Sekündchen. Alter. Diese Weite und das alles.
Da meinst du doch wirklich nicht, dass das Computer animiert ist. Es ist einfach geil. Ja. Also ich bin froh, dass mein Sohn mir gesagt hat, ich sollte da mal reingucken. Ich habe erst gesagt, ja, das wird sowas sein wie Witcher. Ja, es ist was mit Schwertern und, aber das hat nichts mit Witcher zu tun. Nein, no way. Aber hier muss ich da jetzt mal gucken. Nee, hier muss ich jetzt erstmal... jetzt bin ich beruhigt. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Jetzt, aber trotzdem, vielleicht liegt da hier noch geiler Stuff, anderer Stuff. Ja, ist ja durchaus möglich, dass hier etwas noch geileres... Was ist denn? Na gut, dann nicht. Lassen wir die jetzt auch. Ja, ich meine. Sehr gut. Und dann wollen wir mal gucken, was das für ein Teil das man gibt. Muss ja irgendwas. Was machen wir denn? Ist das irgend so ein Lulu-Ding? Und du kraxelst dir hier einen heißen. Ja. Absolut. Ist so, da habe ich eine Blume. Aber schauen wir mal. Mhm. Na, Geilomat. Das ist ein Adler. Mhm. Talisman von Shinta... Was? Shinatsuiko. Naja, gucken wir mal rein. Ein Gegner ins Taumeln zu bringen für... Oh! Nein. Der war das, ne? Genau. Schön. Lecker. Naja, man muss ja erstmal die ins Taumeln bringen. Ne? Das geht ja nur mit... Ne, da kann ich nicht runter. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier wieder runterkomme. Ne? Ja, absolut. Oder kann ich mich hier... Warte mal. Ja, ich weiß, ich kann, aber wir werden jetzt... So. Ja, ich find's geil. Ja. Oh, wir sind schon unten. So. Dann einfach eigentlich nur noch nach links. Ja. Aber was ist das da? Hm. Und vor allen Dingen, weil jetzt noch zusätzlich die Schamanen dazukommen. Ja. Alter, was ist das hier für ein Riesending? Ja. Und ich muss genau daher. Ist ja mal geil. Aber so weit von geil. Ja. Da was erkennen oder so? Nee, kann ich nicht. Aber hier komme ich... Nee, hier komme ich nicht her, oder? Komme ich da hinten lang? Das muss man erstmal rausfinden. Nein. Na, wo kommst du denn jetzt her? Bist du eben hochgekraxelt oder was? Ja, nicht schlecht. So, dann gehen wir jetzt mal Kniegas hier. Aber so richtig. Wie sehe ich ihn überhaupt aus? Ganz übel. Ja. Mal schauen. Das ist ein Riesenteil. Was da ist. Ja. Wenn sich das wenigstens... Warte mal. Vielleicht kann ich die drei... Vier. Nee, der will nicht, dass ich das mache. Nee. Alter, ist das ein Riesenteil. Nee. Das kann ich nicht machen. Nein, im Leben nicht.
im Leben nicht. Ganz ehrlich, ihr wisst, ich gehe keinem Feind. Alter, guckt er denn im Leben nicht. Nein. Ich gehe keinem. Siehst du, schon geht's los. Weg. Ja, ich bin ja schon weg, Leute. Ich bin schon weg. Ja. Wiedersehen. Du kommst ja gar nicht da in der Nähe. Nö, du kommst gar nicht in der Nähe. Die ballern sofort auf dich. Also wird das, ich nehme mal an. Aber da ist nichts. Na gut, nichts ist auch nicht richtig. Ich muss aber da lang. Ich muss da irgendwie lang. Ja. War ich hier schon? Ah ja, auf jeden Fall war ich hier schon. Gut, der Mantau, würde ich sagen. Ich gehe trotzdem mal. Oh, die Muse ist wieder da. Ich erkenne euch. Ihr seid Fürst Sakai. Was? Was willst du? Erzähl. Das stimmt. Bitte folgt mir. What? Ich muss euch etwas zeigen. Das hier war einst ein schönes Gehöft. Der Mann, der hier lebte, war gütig und ein guter Vater. Ja. Und nun? Und der will gegen mich kämpfen. Zumindest bis die Männer eures Onkels ihn töteten und sein Haus zerstörten. Seine Familie fand seine verkohlten Überreste. Wir schicken eurem Onkel euren Kopf. Gut. Kehrt ihm ja nicht den Rücken zu. Ja, dann komm mal her. Bring es zu Ende. Ja, dann mach. Bist du dämlich? Sinnlose Tote. Sie lebten zu sehr in der Vergangenheit. Nein, nicht zu sehr in der Vergangenheit. Zu sehr auf Rache. Oh, nein. Gut, sowas kam mir gerade vor, weißt du, ich muss euch sprechen. Hallo? Ich würde dich gar nichts tauschen. Nee, also wirklich nicht. So, bin ich jetzt richtig? Ja. Los, Kniegas. Wir hatten unseren Treit. Gucken wir mal weiter. Ja, das wird ein Heavy Die, das sage ich dir, ein Heavy Ding. Ja. Oh, guck dir das an. Das. Oh, oh. Das ändert sich schon hier. Ja. Oh, wie viel sind denn das? Nur der eine? Jetzt sollte er mir aber verarschen, ne? Oder? Pfeile, ich könnte. Ja, Pfeile könnte ich gebrauchen. Auf jeden Fall könnte ich Pfeile gebrauchen, sogar reichlich. Ja. Wo sind die jetzt? Moment, erstmal durchsuchen. Nee. Ich brauche dringend Pfeile. Ja, vor allen Dingen schwere Pfeile. Ja, das Ding ist leer. Kann ja nicht leer sein. So, aber keine Waffenstände hier. Ja, gut, das ist ein kleiner Außenposten. Ne? Dann Mongolen-Artefakt. Machen wir schnell. Mongolenschild, mongolischer Schild. Mongolische Schilde sind leicht. Sie bestehen aus einem runden, kuppelförmigen Flechtwerk aus Weidenranken, das manchmal auch mit Tierhäuten oder Leder bespannt wird, wobei schwere gepanzerte Stoßtruppen oft auch robustere Schilde verwenden. In beiden Fällen ist der Griff jedoch so konstruiert, dass der gehaltene Schild an der geschlossenen Faust ausgerichtet ist. Ja, das ist wichtig.
Komm, jetzt gib mir doch mal hier. Mensch, ihr werdet doch wohl mal hier so ein paar Pfeiler haben, ne? So ein paar 50. Die brauche ich wirklich dringend. Ja. Ist echt. Ja. Stahl ist natürlich auch wichtig, aber mir wäre lieber, wenn ich jetzt Pfeile finden würde. Aber die haben nichts. Nein, die haben nichts. Gut, wo soll es lang? Da. 400 Meter. Boah, ich brauche... Oh, oh, da oben. Ist das der Einzige? Nein! Ah, voller Blattschuss. Nee, der fliegt. Da war da noch einer. Naja, komm. Mach mal einen auf. Machen wir hier einen auf. Arakiri. Danke. Moment. Alter, 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 Alter. Wo kommen die denn her? Wow. Vorräte. Ja, wo kam die denn her? Ey, den habe ich ja gar nicht gesehen. Nö. Aber da unten ist einer, der befreit werden möchte, glaube ich. Ja. Nee. Den kann ich nicht mehr befreien. Nein. Absolutely no. Nein. 350 Meter. Ich brauche noch ein paar Heinis hier. Ja. Au, guckt euch das mal an. Das sieht... Ja, irgendwas sehe ich da. Ob das jetzt was bringt, das weiß ich nicht. Hoi. Ich will erstmal dahin. Nein. Wo ist der Vogel? Wo ist denn der jetzt? Piepmatz? Alter. Will der hier mit mir hin? Tatsache. Was soll das denn jetzt? Hört's mal ernsthaft? Hä? Na toll, wo ist... Ey, jetzt mal wirklich ganz ernst. Was ist das hier? Warum? Das hat einen Grund, warum der mich hier hinführt, aber... Weiße Birken. Ja gut, die Birken sind weiß, aber warum hat der mich jetzt hier hingeführt? Nee. Jetzt mal ehrlich, das kann ja nicht sein. Aber ich kann hier nichts machen. Und hier ist auch nichts. Nein. Na komm, dann machen wir uns wieder vom Acker. Moment, Sekunde, ich hab's gesehen. Ja. Genau. Ja. Sammeln. Flussbettstrohhut. Gucken wir mal, was das für ein Ding ist. Wird zu mir passen, aber nein. Jetzt hab ich's auch gesehen, ja. Gut.
Dort. Oh, oh, da hinten brennt. Ja. Das wird da sein, wo wir hin müssen. Ja, auf jeden Fall. Ach, guckt euch das an. Ja, müsst ihr jetzt gleich normalerweise mit der Hand so. Ja, genau, jetzt macht er. Euch brauche ich. Danke. Einmal Leder. Nee, nee. 200 und ein paar zerquetschte dorthin. Ja, ich werde mich jetzt mal schon mal vorbereiten. So, 15 Stück. Wie viel habe ich hier denn alles? Von Sprengpfeile habe ich aber nur zwei schwere. Das lasse ich so. Okay. Ja. Oh, schon wieder. Alter, es geht aber jetzt hier ab, ey. Shinto-Schreine. Ja. Wow, riesig Gebiet. Oh, wo sollen die jetzt weiter sein? Ja, ja, ich weiß, da. Aber wo? Ja. Ich will jetzt wirklich mal gucken, da hinten geht ein Tor rechts weg. Ja. Lasst uns da mal... Gut, lasst uns da mal hin. Ja. Ist ja nicht so tragisch. Halt. Ne, weil für den Shinto-Schrein. Ah, da. Aha, schon wieder der Piepmatz. Wo willst du mit mir hin? Wo will der mit mir hin? Wissen, wie viele hier sind. Ganzer Arsch voll. Mongolen plündern den Friedhof. Diese schamlosen Diebe. Sie haben ihn durchsucht. Aber worauf machen sie aus? Weiß ich nicht. Die Schnitte sind nicht tief. Sie haben ihn gefoltert. Was auch immer sie wollten, er hat es nicht verraten. Ja, jetzt komm, Mensch. Herrgott nochmal. Ja, garantiert. So siehst du aus, du Kasperbirne. Ah, war kein Scheiß. Da hinten ist noch einer.
Was mir immer meistens die meiste Kopfzerbrechen macht, sind die Big Butts. Ja. Und den hole ich mir jetzt weg, egal was ich da kostet. Du bist so dämlich wie eine Kiste, Maggie. So. Ja. Gut. Ja, mein Freund, du wirst jetzt im Dreck liegen. Wiedersehen. Kannst mich mal. Oh, da ist der. Ist noch. Nein. Danke. Wir haben ihn durchsucht. Aber worauf fahren Sie aus? Ja, das kann ich dir auch noch nicht sagen, aber lass uns die erstmal durchsuchen. Ja. Ja, Moment, Vöglein an der Wand. Jetzt bist du gleich wirklich. Ja. Ich weiß nicht, was der will. Da, die Grillen bestimmt, oder was? Oder ist hier noch was anderes? Kann auch noch was anderes sein, aber ich glaube kaum. Wo ist der denn da? Weiß ich nicht. Wir werden es gleich merken. Oh Gott, ich muss da runter. Ja, mache ich das von hier. Aha, er will mir zeigen, was Fakt ist. Die Spuren eines Überfalls und frisches Blut. Jemand wurde verletzt. Ist vielleicht noch hier. Okay. Aha. Die Last des Diebstahls. Ja. Aber Freunde, ich muss jetzt hier einen Cut machen, ohne Flachs. Ja, also, bis gleich.